really appreciate the thing that you come here and from a far place to come here and see the people and the suffering that those displaced people have, they have been and they left their home. So he's again thanking you for coming here. Thank you very much that we are allowed to come and that you welcomed us in this friendly way. So this is the place of the old man. He lives here, and this is also a family lives here. But he's okay. Mostly it's one old man. He lives here by himself. Okay. Wir sind jetzt hier in einer dieser noch nicht fertiggestellten Häuser in Dohuk. Diese Häuser dienen als Unterkunft für jesidische Flüchtlinge, die hier angekommen sind. Allein in diesem Haus befinden sich über 175 Personen, die hier leben. Familien, 28 Familien, Frauen, Kinder, auch manche Männer natürlich. Und World Vision stattet diese Menschen aus, teilweise mit Matratzen, damit es von unten nicht so kalt ist, aber vor allen Dingen auch mit Hygienesets. Und wir haben jetzt hier ein wirklich gutes Beispiel von Hygienemitteln, die eingesetzt werden. Es ist Seife, es gibt Damenbinden, es gibt Waschmittel, die wir den Menschen geben. Und ich hatte gerade die Gelegenheit, mit Frau Leila zu sprechen. Sie hat über ihre Situation berichtet, sie ist vertrieben. Und sie sagt, dass diese Hygieneartikel sehr, sehr hilfreich sind für sie und ihre Familie. Die Familie besteht aus 6 Personen und ich freue mich, dass wir als World Vision hier mit den Kollegen vor Ort, mit Joy zum Beispiel, direkt Hilfe leisten können.